es gibt einen ganz besonderen Preis, eine besondere Kategorie, und zwar muss diese Kategorie gar nicht jedes Jahr gekürt werden. Es muss auch nicht zwingend eine Person gekürt werden. Aber wenn es dann doch mal passiert, dann gibt es einen ganz klaren Grund dafür. Und dann tut sich die Jury zusammen und sagt, hey, wir müssen dieses Jahr ganz besonders diesen Preis mal an den oder diejenigen abgeben. Und das ist eben, wie gesagt, ein ganz besonderer Moment. Jetzt bist du da. Ich glaube, wir hören erstmal die Laudatio zu dem, was jetzt kommt. Okay. Was ist hier los? Super. Und dann kannst du gleich mal dazu sagen, wie ihr dazu gekommen seid. Ja, gerne. Der Sonderpreis der Jury geht an Julia Kadel, Erik Leuthäuser, Friede Merz und Laura Winkler als GründerInnen des Netzwerks Queer Cheer. Vielleicht mal ganz kurz erläutern. Ich gebe dir das Mikrofon, weil ich finde das immer ganz schwierig, wenn man das Mikrofon nicht selber halten kann. Aber vielleicht könntest du mal erläutern, wie es dazu kam, dass ihr diesen Preis Queer Cheer, dass ihr sie damit ausgezeichnet habt. Es waren lange Diskussionen. Es war für alles lange Diskussionen. Wir hatten 2 Jury-Meetings allein für die Hauptjury und wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht. Aber Queer Cheer symbolisiert für uns ein Aufbruch in der Jazzszene und auch ein Rangehen an Problemstellungen und Leerstellen, die es noch gibt. Und ich glaube, dass niemand hat den Preis gerade mehr verdient als dieses Kollektiv. Und ich glaube, der Rest der Laudatio wird auch noch Ich wollte dir aber zwischendurch doch kurz was sagen lassen, dass man diese Laudatio noch besser versteht. Aber jetzt habe ich es zumindest verstanden. Ja. Deswegen, ihr dürft gerne weiterfahren. Was ist Jazz? Immer wieder fragen wir uns, was ist noch Jazz? Was ist schon Jazz? Und jedes Jahr finden wir neue Antworten auf diese Frage, erweitern den Möglichkeitsraum, um damit den Wurzeln des Jazz seiner ursprünglichen Bedeutung näher zu kommen. If Jazz means anything, sagte Duke Ellington einst, it is freedom of expression. Und der hatte zum Thema Jazz und Freiheit bekanntermaßen einiges zu sagen. Die Preisträgerinnen für den Sonderpreis der Jury lösen genau dieses Versprechen ein. Jazz als Freiheitsversprechen, als revolutionäre Kraft, die bestehende Ordnung in Frage stellt und im Zweifelsfall hinwegfegt. Sie haben sich als queere MusikerInnen und ProtagonistInnen der deutschen Jazzszene zusammengetan, um ein Licht auf blinde Flecken innerhalb ihrer eigenen musikalischen Community zu werfen. Um sich gegenseitig als Betroffene zu empowern, zu unterstützen und gegen Diskriminierung jeder Art einzutreten. Denn auch sie selbst haben in ihrem Alltag als KünstlerInnen Ablehnung und Unwissenheit erleben müssen. Cheer beließen es aber nicht bei Worten und Vernetzung. Sie schufen auch Tatsachen. Letztes Jahr organisierten sie ein eintägiges Festival mit Diskussion und Musik und der Utopie einer gerechteren Welt im Jetzt. Mit Stimmen wie Sunny Est, Vincent Bababutilabo oder Aishan Malonda. Und dieser Sommerabend voller Hoffnung sollte nur der Start einer neuen Bewegung sein, der Beginn eines neuen Kapitels. Sie organisieren Zusammenkünfte, bilden Banden und geben damit der deutschen Jazzlandschaft notwendige Impulse hin zu mehr Gerechtigkeit. Ob die nun wollen oder nicht. So, meine Damen und Herren, dann bitte ich mal Queer Cheer auf die Bühne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr. Hey, herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Nochmal großen Applaus, Leute.
Und bevor wir jetzt keine Zeit haben mehr zu hören, würde ich gerne, wem darf ich das Mikrofon geben, um zu fragen, wo habt ihr euch, wie habt ihr euch gefunden, wie ist es dazu gekommen, dass ihr dieses wunderbare Projekt realisiert habt? Willst du antworten? Ja, genau, ist das jetzt ein freies Gespräch oder sollen wir einfach losballern, sagen, was wir sagen wollten? Wir haben nämlich was vorbereitet. Also eine Sekunde sagen, wo ihr euch kennengelernt habt, seit wann es euch gibt. Ja, uns gibt es erst ganz kurze Zeit, seit letztem Jahr. Da habe ich mich gefragt, wie viele Queers kenne ich eigentlich so in der sogenannten Jazz-Szene hier. Und da habe ich ganz schön lange nachdenken müssen und eigentlich sind mir nur ein paar Namen eingefallen und die stehen jetzt hier unter anderem. Und ich habe einfach euch gefragt, ob ihr Lust hättet, ob wir uns vernetzen wollen und eine neue Community machen wollen. Und ja, dann haben wir einfach mal losgelegt und lernen jeden Tag vor allem. Viele Erfahrungen, gute und schlechte. Wir lernen voneinander und wir lernen auch von den Sachen, die wir noch nicht wissen und die wir noch nicht richtig machen. Und wo wir ja weiter dran arbeiten und recherchieren und Erfahrungen machen wollen, um safer spaces in der Szene hier zu schaffen und um neuen Wind mit mehr Respekt und ja, besseren Arbeitsbedingungen für uns zu schaffen. Und mehr Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Queer Cheer, meine Damen und Herren. Nochmal großen Applaus. Aida Baganejad, Dankeschön.